Willkommen zurück zu Let's Play Sword Online Fatal Bullet. Im letzten Part haben wir ein paar Sidequests erledigt, wir haben das Gebiet Einsame Sande freigeschaltet und wir haben einen neuen Dialog mit unserem Arphasys, den wir machen müssen, weil ansonsten können wir nicht mehr ins Arphasys-Menü. Also ja, mal gucken, was zu sagen hat. GGOのたくさんのプレイヤーたちはみんな性格がバラバラなのです。Ja, Glückwunsch zu der Erkenntnis. それはそうだよ。プレイヤーの性格がみんな同じなんてありえないし。レイちゃんみたいなナビ用の NPCにもいろいろな性格があるでしょ。Als Kainin ist du dich dauernd dein Kontakt. Nehmen wir mal das hier. What? いろいろな性格？いやいや、基本的に性格っていうのは人格一人に一つだけだよ。ということはもう私は性格を変えられないのですか？レイちゃんは今の自分の性格が気に入らないの？そういうわけじゃないのです。ただマスターのナビとして Du willst ändern, wer du bist. Oder was? そうなのです。でも変えようと思って変えられるもんでもないしね。どうしよう。あ、そうだ。まずは言葉遣いを変えてみればいいんじゃない？言葉遣い？ Ich hab's Gefühl, der Vorschlag wird nach hinten losgehen. わかるようなわからないような。ランより証拠よ。ちょっとやってみましょう。だから俺はよ、その時言ったわけよ。てめえ、どこに目をつけてんだってな。 Von allen. Sucht sie sich aus, sie rechnet den Hanswurst raus. それでどうしたの？相手はビビっちまったのか？あったぼよ。腰抜かしながら逃げ去っていきやがったぜ。そいつは面白いや。スカッとする話じゃねえか。Dem. レイちゃん上手。確かにすげえな。 俺の口調を見事に真似てるぜ。褒めるな、褒めるな。俺にかかればこんなのお茶の子さいさいよ。でもね、所詮はGGOもAsobiなのよ。現実にはバレットラインやバレットサークルもないしね。そうね。ただ実際にはそういったシステムアシストがないと、素人が相手に弾を当てるなんて。 Auch wenn es nicht schlecht klingt, wer hat Bulletline bitte mit ballistische Prognoselinie übersetzt? Mal so rein aus Interesse. リアリティの追求とエンターテインメントとしての気持ちよさをどこまで優先するか難しい問題だけど、 考え始めてみると、なかなか興味深いわね。なんだかレイちゃん、シノンの真似すると賢く見えるよ。見えるってどういう意味なのですか？私は最初から賢いのです。戻っちゃった。拙者、アファシスと申す者。この銃と廃墟の世界にて、 Wen äfft ihr denn jetzt bitte nach? この斧方も御用が終わりのようでしたら、何なりと拙者にお申し付けくだされ。それは誰かな？先ほどお会いした冒険者の言葉遣いを真似ておりまする。その御仁、時代劇とやらがお好きのようでございました。侍言葉っていうのかな。何にせよすごい再現度だね。
Faschis. Moonemutainia. Jetzt ist eine Katze, oder was? Dame da yo, Rei-chan. Kyou wa mada betsu no dungeon ni iku yotei nan da kara. In einen Dungeon, nicht ein Dungeon. Das heißt der Dungeon, nicht das Dungeon. Faschis wa tottemo kimakure nan da nya. Esa o kure nai to aiso datte furimakanai nda nya. Ich glaube, sie geht kaputt. Soro-soro, ich möchte mal die Rei-chan zurückgeben. So ist es doch. Ich habe die Gauke von meinem linken Arm, die die Seele zu durchdringen und zu verteidigen. Hä? Gleich mit 12 Minuten? Ba-san-ya. The fuck? Kondo-wa-oji-san? Yada! Boku mo oji ni kaette anime miru no! Aufs Risiko Korea zu wiederholen, wer hat die KI Animes gucken lassen? Tsugi wa yōji ni? Chotto Rei-chan, ochitsuite! なんとか戻れたのです。一時はどうなることかと思ったね。対話して覚えた口調がどんどん出てきて止まらなくなってしまったのです。私もびっくりしたのです。この訓練はちょっと刺激的すぎたのかもね。でも楽しかったのです。いろいろな性格が分かった気がするのです。そっか。それは良かったね。 Na dann. Hi, nano des. In anderen Dialog machen wir anders. Jetzt geht's erstmal in die einsamen Sande und da genau umgeguckt. Den Questdialog hat man dafür noch nicht. Oh. Dann müssen wir jetzt mal nach draußen gehen. Und bei der Gelegenheit gehen wir auch noch kurz in den Laden. Und gucken, ob wir uns die Plasmagranate inzwischen leisten können. Sollten wir eigentlich. Wenn nicht, verscherbeln wir ein bisschen was. Haben wir ja genug Zeug dabei. Und dann müssen wir schnellstens zwei Level-Ups. Oder genug Level-Ups. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Damit wir unsere MG wieder, unsere MP wieder ausrüsten können. So, Plasmagranate 24.000, doch bloß. Die hat halt mehr Ladezeit, aber macht dafür auch deutlich mehr Schaden. Für die braucht man keine Stats. Die braucht man 30 Geschicklichkeit. Wie viel haben wir denn gerade aktuell? Okay. Bisschen was fehlt noch. Ich habe vielleicht ein bisschen viel in die Vitalität gepumpt. Gut, bleiben wir bei der Plasmagranate. So. Das heißt, Frackgranate fliegt. Ja, doch. Das heißt, die Frackgranate fliegt raus und wir nehmen die Plasmagranate an die Stelle und die Frackgranate setzen wir dann hier hin, wenn wir den Platz sowieso haben. Nehmen wir's. Müssen wir hier noch ein bisschen aufleveln, das Zeug. Gut, dann haben wir das. Wie weit sind unsere Skills eigentlich inzwischen gelevelt? Noch nicht weiter, schätze ich mal. Wir haben ja eben erst 3%, 4%. Oh, das halbe Schuss ist schon ganz gut gelevelt. Okay, dann jetzt aber wirklich in die einsamen Sande. Weil, wie gesagt, ich will die... Halt, nein, der Questdialog ist da vorne. Erst den Questdialog. Warte, falsche Richtung, oder? Nö, stimmt sogar. Ah, vorne. Das sind bloß unwichtige Side-Character-Dialoge, die können wir skippen. Hallo, wie ist die nochmal?
こんにちは、レイちゃん。あ、genau。それに、レイちゃんのマスターさん。ゼリスカ、マスターはフィールドボスをちゃんと撃破できたですよ。よかったわね、レイちゃん。マスターがちょっとは人並みに頑張れる人で。マスターはやるときはやるのです。でもね、砂に覆われた孤島にも同じようにフィールドボスがいるのよね。当然残影の荒野のフィールドボスよりも高レベルよ。Na ja, erst war es schön Gebiet erkunden. あら、やる気はあるのね。やる気があるのはいいことだと思うわ。実際できるかは別にして。そうね。でもここのフィールドボスをクリアできたら攻略最前線に追いつくことも夢じゃないかもしれないわね。それじゃ SBC フリューゲル解放のアップデートに間に合うよう頑張ってみるといいわ。マスターのやる気、私も感じましたですよ。砂に覆われた孤島のフィールドボスも頑張って攻略しましょう。ファイト、オーなのですよ。Na dann, ab geht's。この前はどうも、シノンのお友達さん。はい。君って初心者なのにアファシスを手に入れたんだって？しかもシノンたちといつも一緒なんだろう。強いプレイヤーと一緒に狩りができれば効率もいいよね。どうやってシノンたちに取り入ったんだい？僕なんかステータスの振り分けを失敗して散々だよ。アジリティ型最強とかいうデマを信じた僕がバカなんだろうけどさ。Anspielung an den Anime an dem Punkt。ステータスなら振り分けが可能です。方法はですね、そのくらい知ってるさ。でもステータスを振り直したら今までの装備も変えなきゃならない。どんなに狩りに行ってもろくな武器がドロップしないし、そのせいでランキングにすら入れない。今度こそ完璧にやり直すはずだったのに。 Und was willst du jetzt von uns? 冷たいなあ。シノンから何か聞いたかい？ Grad nicht。 いや、シノンは自分から話すタイプじゃないな。そうだ、あいつから聞いたんだろう。本当に君は何も知らないんだね。あいつ、キリトには気をつけた方がいいよ。善人面して人の大事なものを勝手に奪おうとする。シノンはあいつのせいで変わってしまった。君たちもあまりシノンには慣れ慣れしく近づくな。彼女はすごいんだ。強くてクールで、君たち普通の人間とは違う世界にいる。彼女は特別な存在なんだ。ははそう、やつあば。Ach Quatsch, hinter dem Portal nehmen wir das einfach. So, einsame Sande bitte. Aber bevor wir gleich wieder dann den Ebenen-Dungeon gehen, heißt erstmal schön Gebiet erkunden. Er will ja nichts verpassen, ne? Die einsamen Sande sind doch ein ganzes Eckel größer als die Reliktödnis. Nicht arg viel, aber schon ein bisschen. Deswegen, ja. Achso, weil das nicht die MP ist von vorn, sondern eine. Ja. Gut, also ein bisschen Gebiet erkunden, Level absuchen. Das ist gerade mal so der Plan für den Moment. Und neuer Gegnertyp. Die schon mal eine ganze Ecke mehr aushalten als die Fliegen in der Reliktödnis. Und auch deutlich nervigeres Bewegungsmuster haben. Trotzdem, Trash-Mobs. So, haben wir alle? Gut. Weiter geht's. Ich muss immer genau gucken, dass man keine Loot-Chest übersieht. Aber ich glaube, hier war noch keine. So,
noch ein bisschen sprinten, theoretisch. Oh hey, euch kennen wir ja noch. Jetzt du. Hey. Nicht abdrehen. So, was sagt die Karte eigentlich? Die sagt wahrscheinlich noch nicht viel. Ja, das ist das Gebiet Einsame Sande. Eine Wüste. Und, ja, jetzt werden wir hier einfach durchlaufen. Wir werden Viecher abknallen. Er guckt, dass wir looten können. Wir können übrigens schießen, die Hornissen. Der war Loot. Gegenstand, ja. Wollen doch mal schön, ob wir da keine schönen Stats bei rumkommen. Und das Material Bienenflügel haben wir bekommen. Und Munition. Imago-Killer-Hornisse. Ja, kommt her. Also wenn du die Dinger auf kurze Distanz mit manuellem Zielen treffen willst, dann viel Spaß. Gut. Leute, die besser in Shootern sind, könnten es wahrscheinlich. Ich kann es nicht. Hi. Da kam ein Sandwurm aus dem Boden. Das ist nicht nett. Komm raus, ich hab dich genau gesehen. Jetzt komm raus. Danke. Ja, so viele Viecher. Ein Glück ist Friendly Fire aus. Oh, der hat ein bisschen mehr HP. Ach, gut zu wissen, weil nur eine Granate auf einmal schmeißen. Wusste ich legit nicht, weil ich immer nur eine Granate auf einmal ausgerüstet hatte. Wie viel Sandwürmer hat's denn hier? So, erstmal der große Kill. So, dann jetzt du. Alter, in die Wüste will ich nicht im echten Leben. Holy shit. So. Mal gucken, ob die hinten irgendwas bewacht haben. Hier ist Strand. Und ein bisschen Sandsturm. Direkt am Wasser. Weil logisch. Und da sind natürlich schon die Glocken wieder. Also sehr schön. Also die Hintergründe sind sehr schön gemacht hier zum Teil. Okay, hier ist nichts. Das heißt, wir können wieder nach da hinten gehen. Wo wieder nur ein paar normale Killerbienen sind. Und Killerhornissen. Hallo, stirbst du bitte? Danke. So, du auch. Einmal gefleckt runter vom Himmel, bitte. Muss gleich niesen. Langsam, aber stetig geht die Munition alle. Wir sind hier mit 1200 rein, glaube ich. Jetzt haben wir nur noch 800. Mal schauen, wie weit die reichen. Ja gut, im Zweifelsfall werden wir keine Muni mehr haben. Gehen wir auf jeden Fall zur Glocken zurück. Ich werde mit der Muni dann auf keinen Fall in den Dungeon reingehen. Aber wie schon gesagt, ist das hier gerade aktuell nicht das Ziel. Wir wollen das Gebiet ein bisschen erkunden. Wir wollen EP und Gold farmen. Vor allem EP. Da sind gerade ein paar Sachen explodiert. Aber Schaden kriegt irgendwie keiner. Doch, Nia hat ein bisschen Schaden genommen. Was war Silica? Ups. Bisschen Korrekturheilung ist ja auch wichtig. Dieses Auto-Aim müsste Anna aus Overwatch mal haben. Oder Anna aus Overwatch in Heroes of the Storm. Weil da ist die halt so schlecht. Oh, der hätte eine andere Farbe. Er ist Level 19. Oh, zwei von denen sogar gleich. Aber die Plasmagranate macht einen guten Job. Holy shit.
Hey, nicht einkesseln, nicht einkesseln. So, Schusslevel 20, Wüstenskorpion. Die sind nicht lauer Insekten. Skorpione sind keine Insekten, sondern Spinnen. Zugegeben auch nur wegen ihrer Beinanzahl und nichts anderem, aber trotzdem. Ich tue es, wenn man hier hoch kann. Es gibt genug Spiele, in denen man das jetzt nicht könnte. Arbeiterwespe. Na, wenn er meint, dann kommt doch her. Soldatenwespe, die sogar schießen kann. Also nicht nur schießen kann, sondern actually macht, weil ich habe bei den anderen schon gesagt, dass sie schießen können, aber die sind nie auf Distanz gewesen, sondern immer gleich im Nahkampf gecharged. Der Gestalt, ja. Oh, Königin-Wespe. Da wundert die so viel aus. Hab ich auch schon gewundert. Au. Ja, wo eine Königin sind auch Arbeiterin. Logisch. Die mich mal bitte nicht auf, alle aufs Korn nehmen könnten. Rüstungsboost. Test nochmal den Taunt aus. Hat nicht so ganz geklappt. Ballern Wald weiter rum. So, weg mit euch, alle. Und jetzt du wieder. Ah, blaues Item, besser wie nix. Blumenband F. Mal gucken, ob das irgendwelche schönen Stats hat. Da ist ein Schiffswrack und noch mehr Wespen. Eure Königin ist tot, Leute. Ich hab gerade irgendwas anvisiert. Oh nee, never mind, das ist noch eine Königin. Ja, das ganze Magazin gegen den Kopf frisst die dann. Frisst nicht mal die. Noch ein Blumenband? Oder hat der Chat nicht nachgeladen? Doch, hat's anscheinend. Dienstmädchenband. Okay. Nehme ich. Gucken wir uns dieses Schiff da doch mal an. Kurzer Vergleich, was sagt die Karte? Ist nicht die ganz falsche Richtung. Oh hey, die kennen wir doch. Aber da hinten war, glaube ich, auch ein einigermaßen nerviger Gegner. Abgesehen von den Scharfschützen hier sowieso. Hallo, stecker der bitte mal? Anscheinend nicht. Fühl dich mal den Trash da unten. Ich räume hier oben mal auf. Da, der staggert. Aber der andere natürlich nicht. So, Drohne vom Himmel runter, bitte. Habt ihr unten alle? Ja. Werden sie schon hinkriegen. Sniper hier auf sind. Da ist noch eine Drohne. Kann ich hochklettern eigentlich? Nee. Aber da kann ich hoch. Aber Truhe war hier oben, glaube ich, keine, wenn ich mich noch richtig erinnere. Nee, aber da hinten war, glaube ich, eine Truhe. Und noch mehr Scharfschützen. Und eine Artillerie. Oder ein PAK, genauer gesagt. Und wie heißen die hier? Nee, doch, Artillerie, Tatsache. Auch ein Sniper? Nee, eine Drohne. Herzlose Puppe, wo? Ah, hier. Das ist wieder einer von den Rares, nenne ich es mal. Also einer, der ganz gut das aushält. Und auch nicht so schlecht austeilt, aber eher aushält vor allem. So wie der Wandererfresser, der quasi überhaupt nicht gestorben ist. Oh, wir haben wieder ein bisschen Munition gelootet. So, weg mit dir. Du gehst bitte auch einmal vom Himmel runter. So, was gelootet? Nee, wo ist die herzlose Puppe? Da. Genau, wenn drauf geholzt wird. Überhitzt. Oder abkühlen lassen, bevor es überhitzt, besser gesagt. Machen wir übrigens mit der Nachladetaste, also einfach Nachladetaste gedrückt halten, dann kann man die Gatling-Schneller abkühlen. Muss aber aufpassen, bevor sie überhitzt, weil wenn sie dann überhitzt ist, geht's nicht mehr.
So, hier frisst meine Überhitzung. Und du willst ruhig auf mich gehen, Kumpel. So, tschüss. Haben wir die Quest. Die feuern auf irgendjemanden, da geht's um die Artillerie da ausschalten. Die von vorne übrigens fast überhaupt keinen Schaden, das wollen wir jetzt versuchen. Guck, dass sie hinter sie kommt und dann hier drauf holzen. Ja, Muni. Oh, ich hab einen schönen Akku. Von Scharfschützen mal wieder, warum auch nicht. Tschüss. Die Drohnen machen vernachlässigbaren Schaden. Ist der Artillerie schon tot? Anscheinend, da bewegt sie sich nicht. Oh, gut. Da könnte eine Loot-Chest liegen, theoretisch, aber erstmal müssen wir hier die Drohnen runterholen, sonst nerven die uns zu hart. Dann schauen wir nochmal, was hier das Schöne gibt. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es nämlich tatsächlich keinen Dungeon, sondern nur den, also doch, keinen Nebendungeon, sondern nur diesen einen großen Dungeon. Ich kann mich aber irren, dass es vielleicht hier noch irgendeinen Nebendungeon, den man nachher freischaltet. So, hat sie irgendwo eine Loot-Chest? Drum, hab ich schon gewundert. Kopfschutz. Ja, Kopfschutz, warum nicht? Noch was? Aber mein Gespür hat gestimmt, hier war eine Kiste. So, da vorne war noch ein Rare, den könnten wir auch noch kurz klatschen, eigentlich in dem Part voll. Wichtig ist aber, dass wir mal einen neuen Schnellreisepunkt freischalten. Haben wir schon einen, theoretisch? Ja, Schiffsfriedhof, aber der ist immer noch ein bisschen weit weg. Wollen noch mal gucken, ob wir noch einen besseren Schnellreisepunkt finden. Oh, das ist ein Spielergegner. Und ein Sandsturm. Das hat die jetzt hier verloren. Oh, ich habe von ein paar vielen Leuten Agro mal wieder. Und wo sind die? Die sind mal wieder am Arsch der Welt, weil die irgendeine Trash-Mob-Gruppe gepult haben. Ah, Leute. Gut, kill mal erst die. Schön, dass ihr Prioritäten habt. Soll ich mal Neo heilen. So, heil mal dich nochmal. Na komm her. So. Jetzt haut der noch bitte einmal ab. So, zurück zu den Nervensägen. Ist hier so eine scheiß Drohne gespawnt. Und die haben den nächsten Rare gepult. Super, Leute. Super gemacht. Wie wieder deren so scheiß gespawnt. Ungünstig, sag ich mal. Verliert jetzt langsam mal Akro, bitte. Hau ab, Kumpel. Ich werde dich geheddert. Das ist ein Treasure Box, wo? Nicht jetzt. Das ja, die haben auch alle gestorben. Natürlich. Manchmal bewegt sich die KI leider echt sakrisch dämlich. Naja. Aber das sollte ja reichen für 2 Punkte Geschicklichkeit. Das heißt, wir können wieder unsere eigentliche Waffe halten. Also machen wir das jetzt. So, also. 2 Punkte in Geschicklichkeit.
Bisschen mehr in Abwehr, bisschen mehr in Init. Wir können noch ein bisschen mehr in Glück hauen, theoretisch. Und. Ach komm, noch ein bisschen mehr in Bewegung. So. Okay, dann jetzt nehme ich. Dich bitte wieder die Sirius Plus. Weil das ist einfach überhaupt kein Vergleich. Dass ein Verstärkungsrang für einen Unterschied macht. So. Bügelohr her, ein bisschen mehr Bewegungstempo und das ist egal. Wir können es halt nicht wirklich leisten, was anzuziehen, was keine Geschicklichkeit gibt, weil wir nur mit der Dinge nur Geschicklichkeit haben. Das ist ein bisschen. Aber den gebe ich mal dem Aphasis. Neo. So, bitte mal sortieren. So, der gibt Vitalität, aber ich glaube Bewegung plus 5 ist besser. Oder halt der Autorack. Na, wobei wir haben sowieso. Nehmen wir mal das. Ich kann aber nicht zwei Ringe auf einmal anziehen, glaube ich. Na, komm. Ja. Dachte ich mir. Ansonsten, was haben wir denn sonst noch gelootet? Ich habe den ganzen Trash eigentlich verkaufen, der müllt hier bloß das Ding zu. Explosivabwehr. Bewegungstempo, Unterdrückungswiderstand oder Abwehr gegen Humanoide. So, haben wir noch was Besseres vielleicht? Nahkampfabwehr, das ist egal. Nee. Aber hat einen hohen Handelswert. Ja gut. Das war's für diesen Part. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.